Heute zeige ich euch, wie ihr über 10 Millionen Credits pro Minute in Forza Horizon 5 bekommt. Forza hat es mal wieder geschafft und den besten Mining-Glitch aller Zeiten ermöglicht, also viel besser als Time-Travel-Skill-Punkte und alles, was wir bisher hatten. Und das Ganze ist relativ easy. Ihr müsst dazu nichts anderes machen, als in Forza erstmal euer Menü zu öffnen und wechselt dann mal zu dem Tab Creative Hub. Jetzt wählt ihr nämlich nicht das Event-Labor so wie immer, sondern den Horizon Super 7 Modus. Und dort müsst ihr oben links auf die Herausforderung Spielen gehen. Jetzt müsst ihr nichts anderes machen, als ein bestimmtes Event zu suchen. Das bedeutet, ihr gebt hierfür einfach den nachfolgenden Freigabe ein und schon solltet ihr dieses Event hier gefunden haben. Gut, das nächste startet ihr dann das Event und ihr seht schon in der Beschreibung, was ihr für diesen Glitch tun müsst. Handbremse. Wenn ihr dann mit eurem Yescom-Event angekommen seid, dann seht ihr hier diese komische Röhre. Dort fahrt ihr jetzt einfach ganz langsam rein, bis eure beiden vorderen Räder in der Luft hängen. Also ihr seht, die hängen. Und jetzt müsst ihr nichts anderes machen, als für 15 bis 25 Minuten eure Handbremse zu halten. Denn sobald ihr die Handbremse drückt, seht ihr schon, dass eure Reifen anfangen zu qualmen und dann habt ihr alles richtig gemacht. Also das ist das positive Feedback, das wir haben wollen. Also fixiert euren Controller, legt irgendwas auf die Tastatur für die Handbremse und jetzt wartet ihr erstmal ab. In der Zeit könnt ihr übrigens gerne diesen Channel hier abonnieren, das Video liken, whatever. Gut, ihr braucht am Ende aber noch genügend Zeit, um ins Ziel zu fahren. Deshalb hört so 1-2 Minuten, bevor das Event abgelaufen ist, auf. Und wenn ihr dann jetzt zum Beispiel nur noch 2 Minuten auf der Uhr habt und das Ganze beenden wollt, dann öffnet ihr dann einfach mal das Menü. Wichtig, checkt meinen Kontostand ab für Vorher-Nachher-Vergleich. Und jetzt müsst ihr einfach nur mit X eure Autoposition zurücksetzen. Denn in dem Zustand könnt ihr dieses Auto auf jeden Fall nicht fahren. Wenn ihr dann eure Autoposition zurückgestellt habt, dann müsst ihr nur noch über diese Rampe da vorne ins Ziel jumpen und schon habt ihr es geschafft. Und wenn ihr jetzt wieder in der Lobby reingeladen werdet, dann seht ihr, dass wir über 200 Millionen Credits erhalten haben. Und das quasi für nichts tun. Und das war's dann auch schon wieder mit dem Glitch. Ich habe ein paar Tage abgewartet, um eine eventuelle Banngefahr abzuwarten. Ist allerdings nichts passiert. Bei mir im Discord hat sich auch niemand gemeldet, beziehungsweise keiner hat von Banngefahr gesprochen. Also sollte das Ganze relativ safe sein. Klar, eine Garantie ist es natürlich nie. Aber was soll schon passieren, wenn Forza sowas anbietet. Damit sind wir am Ende. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst mich wissen, wie viel Cash ihr gemacht habt durch diese Mani-Methode. Übertreibt's nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Peace. Haut rein und ciao.